Ja, willkommen zurück hier bei Supermarket Simulator. Beim letzten Mal, hallo? War hier nicht gerade noch einer von denen? Auf jeden Fall, ja, beim letzten Mal haben wir, ach, der steht jetzt hier, gut, haben wir hier wieder ordentlich randaliert im Laden. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen. Also ich glaube, es ist erstmal alles voll, ne? Dann müssen wir noch schauen, ob wir die Preise angepasst haben. Sollte ja, oder? Wir können mal schauen. Ach ja, Selbstbedienungskassen. Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob wir hier noch eine hinstellen sollten. Aber die sind arschteuer. Deswegen gebe ich mein Geld lieber für Ware aus. Gut. Es gab wohl auch wieder irgendeinen kurzen Patch, aber es gab nicht wirklich ein Update. Von daher alles gut. Es gibt nichts, was ich sagen muss. Süßigkeiten sind teurer geworden. I think my dad has Kaufsucht too. Why? Maybe you have this from him. Ja, es scheint so, als wäre schon alles passend. Dann würde ich sagen, wir können den Laden direkt aufmachen. Eine Sache, die ich noch sagen wollte: Jemand hatte in den Kommentaren geschrieben, dass meine Leute hier immer am Rumbuggen waren, weil ich das Lager immer durcheinander gebracht habe. Das war tatsächlich nicht so. Also, ich habe das Lager durcheinander gebracht, das ist tatsächlich die Wahrheit. Aber deswegen haben die nicht rumgebuggt, sondern es war tatsächlich ein bekannter Bug. Ja, der mittlerweile gefixt wurde. Ich hatte das, glaube ich, auch erzählt, als das Update kam oder der Patch, je nachdem. Genau. Und das ist auch schon alles, was ich dazu sagen kann. Würde ich sagen. Gut, wir können mal schauen. Erstmal können wir hier die Sachen wieder wegpacken, dass wir hier wieder zusätzlichen Storage haben. Das ist alles leer. Das ist leer. Because a few days ago he wanted a new TV for no reason to the next day he went to buy one. Then a few days after that he bought some towels for the bathroom. Yeah, how can he buy towels? That seems like some crime situation. Okay, der hier ist jetzt auch schon voll mit Sachen, die wir eigentlich brauchen. Bis auf dieses hier. Okay, ich verstehe, wir sind von hier nach hier gegangen. I mean about this TV, yeah. Maybe he just wanted a new one. Because he was like, I want new TV and then he bought one. Amazing. At least he can buy the TV with his own money. So. So. Ja, wir können hier mal wieder so ein bisschen durchgucken. Ist irgendwas leer? Müssen wir irgendwas gerade radikal nachbestellen? Sind wir arm? Also ja, sind wir aber. Oh, wir brauchen Chibis. Und was ist das da oben? Ist das der rote Kuchen? Ich glaube schon. Roter Kuchen und Chibis und Jajaweel. Kuchen. Chi. Das ist das Richtige, ja. Und ja. So. Kaufen wir direkt mal. It's just like me, like I want new phone, yeah, but you want new phone like every other week, so. Or maybe even every other day. Wir können es drehen, wow. Und dann können wir es wegschmeißen. Nee, das geht leider nicht mehr. So. Bitch, please, yeah. You know exactly what I mean. Oh, wir brauchen diese Nudeln sind das, glaube ich, ne? Das ist so eine Nudelart. Nudeln. Es waren irgendwelche. Oh, Puderzucker konnte er nicht finden. Aber es gibt doch Puderzucker. Der ist hier. Und der andere ist auch hier. Nudel. Ich weiß leider nicht mehr, was das genau für Nudeln waren. Waren das Makaroni? Ich glaube schon, ja. Kauf einfach 5 davon. Huh? So.
After iPhone 16 Pro Max, I'm gonna buy a new phone. Moment. After 16 Pro Max, that's gonna be my new phone for a few years. Then iPhone 19 or something, and there's this new camera button on iPhone 16. I'm gonna probably never gonna use it, but it's cool. Yeah, I don't believe this actually. But it's kind of funny that you believe this. That you're not gonna buy a phone for a few years. Dieses Bier im Fass könnten wir mal nachbestellen. Ja, Wehl brauchen wir auch noch. Bier. Okay, wir können mal kurz schauen. Habe ich irgendein neues Produkt noch nicht eingeführt? Ich habe doch alle eingeführt, oder? Sandwichbrot? Nee, haben wir nicht. Wir haben diesen Puderzucker noch nicht und das Sandwichbrot auch noch nicht. Wow. Aber wir haben auch gerade eh keinen Platz dafür. Das ist ein bisschen ungünstig. War heute irgendwas im Angebot? Ich weiß es nicht. Wir müssen einmal ganz kurz Rechnungen zahlen. Irgendwas vergesse ich immer. Nee, Musik möchte ich nicht anmachen. So. Ist irgendwas heute billig? Nein, 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 nein. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich hoffe wirklich, dafür kommt bald ein Filter. Ja, Pia hatte ich ja schon geschaut. Käse ist teurer. This is a fact. I don't believe this. You and your Facts. Ich habe Facts einfach in Anführungszeichen geschrieben. Stimmt, hier könnten wir noch ein Regal hinstellen, ne? Ich probiere es mal. So. Das würde ich da einfach so gegenüberstellen eigentlich. Möbel. Oh, Regal. So. So. Ja, passt doch. Immerhin ist hier gerade alles noch voll. Da muss ich gleich mal schauen, dass die erstmal alles wegräumen und dann schauen wir mal. I buy another phone for myself after 16 Pro Max. What should happen if I buy? Like, how should I stop this? Oh, I think you should go to therapy because you have shopping addiction. But you're my therapist. Yeah, I'm already here, so. Yeah, but I'm not sure if this counts. So. Oh nein, er konnte das Sandwichbrot nicht finden. Das tut mir aber leid. How does it not count? Please explain. I am not a therapist, like a real one. I'm just like a wannabe therapist. So. Yeah, maybe this doesn't count. So, wir sollten eigentlich mal wirklich unser ganzes Geld einfach nur wieder in Ware stecken, dass einfach hier die Regale einmal alle voll sind. Ich glaube, das werden wir auch tun, weil einiges halt wirklich leer ist. Da werde ich dann einfach von allem 5 bestellen und dann sehen wir, ob es passt.
You're my real therapist. I'm not sure about that. That's debatable. Was kaufen Sie, junge Frau? Butter, Makaroni, Orangensaft, Thunfisch, Joghurt, Mayonnaise, Milch, Reiniger, noch mehr Reiniger, Klopapier, noch mehr Klopapier, noch mehr Reiniger, Sie wollen aber viel reinigen. Oh, hallo. So. Olivenöl, wie gut. Produkte. Olivenöl, Ich kaufe einfach 7 davon, das sollte reichen. Das müssen die erstmal wegräumen. My friend not gonna help me because he doesn't care and getting a reply from him is like winning the lottery. Yeah. That's what friends are for. So. Yeah, totally. Oh. But how was this gaming situation with him? Boah, ich würde, glaube ich, einfach mal ganz stumm von oben nach unten einmal durchbestellen, eigentlich. Bis wir kein Geld mehr haben. Keine Ahnung, wie lange das geht, aber wir können es uns gerade leisten, deswegen mache ich es einfach. Was habe ich jetzt als letztes bestellt? 1, 2, 1, 2, 1, 2, okay. Ich würde vielleicht gleich noch die neuen Produkte einmal einführen. Ja, vielleicht machen wir das jetzt. Wir sind bei Eiern stehen geblieben. Das muss ich mir merken. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, wir sind bei Eiern stehen geblieben. Als nächstes müssen wir dann Milch kaufen. Den haben wir schon. Das heißt, ich bestelle einmal dieses Sandwichbrot und renne da einmal ganz schnell hin und hoffe, dass ich es finde. Bist du Sandwichbrot? Nein. Bist du Sandwichbrot? Nein. Bist du Sandwichbrot? Nein. Wo ist das Sandwichbrot? Oh, ist es das? Nee, das ist das andere. Nein. 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 Bestimmt haben die sich das schon unter die Nagel gerissen. Oder ist es dieses hier? Okay, es ist dieses hier. So, ich nehme mal 2 zurück. Dann gehen wir einmal hierher. So, Moment, das sind schon die richtigen. Ist da oben auch? Ich weiß es nicht. Kann es leider nicht sehen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Warte mal. Und das ist sowieso. Nein, ich brauche das. Gib mir das zurück. Du Hobelschlunze. Nein. Och Mann. Wie unfair. Wieso klauen die mir immer mein Zeug? Immer dann, wenn ich es brauche. Wo ist es? Wo ist es? Ist es das? Ja, das ist es. Fangen wir. Wir haben immer oben angefangen, glaube ich, ne? Dann nehme ich das einmal raus. Ich schmeiße es einmal auch hier raus. Mach es dahin und hier hin. Und dann passt es. Okay. Obwohl, ich kann es einfach da lassen. Die können es ja selber einräumen. So. Dann kann ich das auch schon mal rausschmeißen. Rausschmeißen. Schild weg. Rausschmeißen, Schild weg. So. Jetzt haben wir noch übrig Puderzucker. Ich kaufe einfach mal 2. Weil ich musste es ja erstmal finden. Wo ist der Puderzucker? Wo ist der pinke Puderzucker? Ich hoffe, die haben den jetzt nicht. Safe haben die den. Nee, das ist er nicht. Ah, okay. So. Dann packen wir das mal hier hin und hier hin. Und dann gehen wir hier hin.
Und hoffen, dass die hier nicht wieder was abgelegt haben. So. It was fine, but I have something to say on it during the call I had with him when... I had with him when I was mad at him. I should have said I'm not gonna sit here and you only message me when you're bored. Yeah, I get the point. I get the point. So, wir müssen jetzt mit Milch weitermachen. Ich habe das schon wieder vergessen. Milch, Milch 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. So, Olivenöl habe ich schon bestellt. Davon sollten wir genug haben. So. So. Das wird draußen wieder so ein Trümmerfeld. So, Kuchen. Süßigkeiten. Oh, Jesus Christus. Oh, wir sind jetzt schon arm. Ja, das können wir uns gar nicht mal mehr leisten. Ha. Wunderbar. Das heißt, wir sind bei Clean Dish Tabs stehen geblieben. Ich nehme die einfach ganz raus. Obwohl, ein paar können wir uns doch noch leisten. Nee, einen weniger. Okay. Wunderbar. Oh. I think he put his phone back to silent because there's no reply. If he is not gonna reply to my message or ask me about it tomorrow, I will just send it somewhere else, yeah. Oh. Yeah, it looks like we have some problem here. Ich werde das nicht wegräumen, das kann ich euch schon sagen. Ey, wieso fahren die mich immer an? Wir können mal schauen, sind noch irgendwo Nullen? Die sind gut. Da ist noch eine Null. Hier ist noch eine Null. Hier. 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 Okay. Ja, das sollte sich ja jetzt eigentlich langsam füllen, wenn die das irgendwann mal wegräumen. Aber die räumen halt immer erst ein. Das ist so ein bisschen das Problem. Oh, Jesus. Ach komm, weißt du, scheiß drauf. Ich mache jetzt einfach auf. Die sollen hier die ganze Zeit schön aufräumen, wegräumen, ist mir egal. Ich fahre jetzt mit dem Auto mit. Nimm mich mit aus Iowa. Ich will auch nach Iowa. Also, you know this AOD on iPhone? Do you have switched on? What do you mean? Always on display? Yeah, I'm using this actually, but I have some situation activated that when I put it to night mode, then it gets like darker and only shows the time and I think the date. I'm not sure. Oh, sehr schön, sie buggen sich fest. So viel zu, dieser Bug wurde gefixt. Ich glaube, ich habe wieder etwas zu viel gekauft. Zurück zum Menü.
Ja. Ja. Wir haben ein kleines Problem. Und wir haben nur noch 98 Dollar. Naja, immerhin haben wir jetzt alle Produkte, oder? Wir können eigentlich auch unser restliches Geld nochmal hierfür ausgeben. Ich weiß nicht. Nein. Na komm. Der sieht ein bisschen aus wie einer unserer Kassierer. Er hat nur eine Fliege an. Ja, für den Fall, dass jetzt heute irgendjemand was nicht findet, ganz ehrlich, Cry Me a River. Nicht mein Problem. Die Ware ist da, sie muss nur verräumt werden. Boom. Mann, wieso fahren die mich immer an? Hier liegt so viel Zeug rum, aber ich lieb's auch irgendwie. Aber ich wünsche denen auch viel Spaß, das wegzuräumen. Das wird irgendwie gar nicht mehr ins Lager passen, glaube ich. Aber wir haben hier eigentlich noch Platz. Die so müssen den Platz nur benutzen. Und wir können hier halt überall noch ein Regal davor stellen. Aber das machen wir erst, wenn wirklich alles voll ist. Do you like the desert titanium color on your iPhone? Actually, yeah, I kind of do. Yeah. But I would be happier with another cool color. So in my opinion, they should cancel this natural titanium situation and put this desert situation on this. And instead of that, they should bring like a cool red or another purple or I don't know. Please not green or blue again. Oh. We need something new. So, Pimps, so ist es. So. Wie geht's, y'all? I'm good, how are you? Konnte sie nicht finden, ich hab's nicht gesehen. Wir haben noch alles, oder? Fehlt uns gerade irgendwas? Weiß ich nicht, ich sehe zumindest nichts. Oder sie fand irgendeinen Preis zu teuer, das kann auch sein. Why are packages outside? Can I grab one? Yeah, you can grab some of these. But these are just a few, you know? Because he has shopping addiction, that's why, yeah, that's the problem. Grab me some Wurst and Sauerkraut. Unfortunately, we don't have this. I can offer you some flour. Some cleaner. Some Coke. Some cake, maybe? Give me hot German woman. I think we don't have this in the store. I'm sorry. But maybe I can give you some eggs. Oh. Or some orange juice. Or some spaghetti. Gut, ich werde jetzt keine weiteren Witze mehr darüber machen. Reicht jetzt. Jesus Christus. Ich frage mich halt, ob die das jemals alles wegräumen werden. Aber wir können ja eigentlich unsere Shopping Addiction schon mal weiterführen. Ich weiß noch nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Give me a gun, I will threaten people with it. Yeah, maybe you should not do this. Threatening people is not a good situation.
Na komm, wir können einfach 5 davon kaufen, ganz ehrlich, scheiß drauf. So. But in a nice way, I don't know about this. I don't know about this. You threatened me the other day, no I don't. That's a crazy lie. So. Ich finde schön, wie ich einfach fröhlich weiter shoppe. So. Mozzarella. Oh. Oh, wir können uns das. Warte, warte, warte. So leisten. Parmesan war das. Och, nö. So. Oh, Jesus Christ, Jesus, take the wheel, wirklich. You just became my enemy. Cool. Amazing. Oh, der Haufen wird immer kleiner, wie man sieht. Aren't you the guy who was in the stream when Mask pl was playing Dying Light? You said his accent affected you. Yeah, that could be him, actually. And I think you are from some crazy Arabian country, right? Was this you? Mann, wieso werde ich immer angefahren? Kurdistan, oh. I forgot about this. But almost close enough, haha. Jetzt kauf doch endlich. Oh. Ja, gut. Ich glaube, es wird nicht mehr besser hier. Ich glaube, das wird jetzt für immer so bleiben. Naja, immerhin füllen die auch gut auf, oder? I don't remember a lot. Yeah, because you had like 9 million phones si since that, so. So. Mask is lying, I never bought 999 phones. Not? I'm not sure about this. Is this Penny, Lidl or the other one? This is Netto. No, it's not Aldi, this is Netto. So, Dollar Netto Store, so ist es. We have the Dollar Store. So, Meal und irgendein Sushi. Sushi groß. Das muss das sein, oder? 26. 15. Und irgendein Meal. 4,11, das passt. 6, 48, 6, 55. Das klingt fair. So. Das letzte, was wir hatten, war also Parmesan. Okay. Parmesan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und schon sind wir wieder arm. So.
Inshallah, I will be in your country soon. I have my exam lined up soon. Oh. That sounds interesting. So have fun on your exam and good luck and yeah. Wo ist eigentlich der Lichtschalter? Ach, hier. Ja. Danke, danke. Oh, so you can say danke and that's like, that's a lot actually. If you are nice and say danke here a lot, that means a lot for me. Because some people in Germany are a little bit, I don't know, not that friendly. So, oh, ich habe den Laden schon aufgemacht. Das hatte ich irgendwie verdrängt. Hm. Na gut, dann haben wir immerhin das Geld, um uns den Schrott hier zu leisten. Ich bin Halbdeutscher. Ah. That's good to know. So that's why you know Aldi and Lidl and Penny. I was just kidding, I'm not half German. Oh, so sad, but I was there for 9 months. Oh, where have you been? In which city? Ja, das wird hier jetzt auch nicht mehr besser, glaube ich, ne? Gießen and Karlsruhe, oh. That's interesting. At least not in Frankfurt am Main, haha. Frankfurt am Main, beste Stadt. Ich denke nicht. Oh. Okay, wir hatten irgendeinen Puderzucker. Diesen hier. Können wir uns das schon leisten? Nee. Ich habe meine Bachelorarbeit und mein Praktika abgeschlossen. Oh. Mann, wieso überfahren die mich immer? Too expensive, yeah. And it's very beautiful there. That's why it's so expensive. No, it's very cheap and very safe, totally, yeah. And he's totally not capping, no, no. So. Kaffee mit heller Rüstung. Okay, Moment. Ich muss direkt die nächsten in den Einkaufswagen packen. Oh, das können wir uns schon leisten. Aber bevor wir das machen, haben wir schon unsere Rechnungen bezahlt? Nee, haben wir nicht. Are there nice women in Frankfurt like marriage material? I'm asking for a friend. Yeah, the marriage material is near the main train station, actually. You should definitely go there. Nice place to stay. Frankfurt Hauptbahnhof. Oh. Yeah, also go to main train station later at night. Yeah, at night it's so beautiful there. And around the main train station. I don't want to get jumped. Yeah. Then you should totally go there because it's very safe at night. And there are no drug addicted people. No, no. You won't. Don't worry. So is this. So, was war das letzte? Brauner Zucker, okay. Gut, das dauert jetzt eine Weile, bis wir uns das leisten können.
It seems like you two are speaking from experience. Yes. You can talk to anyone at the Frankfurt am Main Hauptbahnhof late at night. They are very welcoming. Yeah. Oh. Very nice people. Nice place to stay. Oh, der Käse liegt aber draußen irgendwo. Naja. Wir können nicht alles haben. Please trust me, so ist es. Was passiert, wenn ich jetzt closed mache? Kommt dann keiner mehr rein? Tatsächlich, der geht einfach wieder. Dann schließe ich für den heutigen Tag. Nee, fuck it, komm. Kauft ruhig alles leer, I don't give a fuck. Ja, hier liegt noch sehr viel Zeug rum. Die Sache ist, wir brauchen das Geld, um einmal durchzukommen. Und ich denke, dann fangen wir halt einfach wieder von vorne an, oder? Ich weiß aber nicht mehr... Ach, das war das, ne? Schon wieder 900... Also, the alleyways in Frankfurt are always good places to go. Okay. When you say this. Ach, er ist wieder verwirrt. Naja gut, dann warte ich jetzt einfach noch die paar Minütchen. Dann sei ruhig verwirrt, kein Problem. Creepy buildings? Nah, they are pretty, so go here, yeah. Maybe your creepy mom is coming with you. Because he loves to be there so much. It's his favorite place in the world, so maybe he's coming with you. I'm happy in my apartment, Bösi. Ich dachte schon, der zweite hat sich jetzt auch schon festgebackt. Anscheinend noch nicht. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich so die nächste... Die nächste Lizenz, die sie sowieso kaufen können. Noch mehr Reinigungsmittel und ein anderes Klopapier für 5600. Eieiei. So viele sind aber gar nicht mehr aus, bis auf dass das übel teuer ist. Japanese Whisky. Wunderbar. Sehr günstig. Ja, bezahlt alle mal, ich brauche euer Geld. Ich finde es leider ein bisschen schwierig, dass hier alles so rumliegt, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht. Ich bin mal so nett und räume das hier jetzt alles mal in die Ecke. Weil rumliegen unterstütze ich nicht. Vielleicht findet das ja irgendwann den Weg dorthin, wo es hin soll. Wunderbar. So, ja, das kann meinetwegen da bleiben. Please put German English, you need it. No. No. Oh, irgendwer fand irgendwas zu teuer. Ist mir aber auch egal, wenn ich ehrlich bin. Mehl, Puderzucker und Bier. Sechs Stück diese hier. 89. Mehl. Dieses hier. Dieses hier.
7, 35. War es noch ein Puderzucker? Ich glaube schon, oder? Dieser hier? 5,70? Nee, dieser hier? Ja, 13. Da machen wir 14 einfach glatt. Or even add English as a tag with the gaming horror Deutsch. Yeah, maybe I'm gonna do this. How much is Nexstar Expansion? A lot. Give me a second. Ja, das muss jetzt lange speichern. So. Wunderbar. Gut. Nehm die einfach mal und schmeiß die da wieder rauf. Irgendwann wird es schon an den richtigen Ort kommen. The next store expansion is 16.500. Thank God, that's not much money. So, Jakobsmuscheln waren das letzte, okay. So, das wird eine teure Dings, weißt du? Get 5 million loans, yeah, we should do this, great idea. Lol, da ist einfach eine Wasserflasche. Look, there's just some empty water. What the fuck? Das war ja mal interessant. So, ich weiß nicht, sollen wir vielleicht erstmal. Na, wir müssen einen Moment warten, glaube ich. Wir müssen einfach einen Moment warten. Aber wir können so lange tatsächlich einfach, wir bezahlen unsere Rechnung dieses Mal erstmal von dem Geld. Ich glaube, das ist schlauer. Dann ist das weg. Wieso? Ach, wisst ihr was? Also ich muss wirklich nach der Folge, ich lasse das wieder 10 Minuten laufen, damit die den ganzen Kram endlich wegräumen. Jesus, take the wheel. Wir gehen mal eine Runde spazieren. So, was gibt's hier so? Aha, interessant, interessant. Was ist das eigentlich? Was soll das sein? Traffic Control. Toll. Lensflare, das habe ich ja noch nie gesehen. Blick. Der Himmel ist gar nicht mal so hässlich, ne? Irgendwie cute. Es hat auch schon so leicht Herbst-Vibes, finde ich auch ganz schön. Wunderschön, wunderschön. Ich spring hier mal drüber. Why did you take pick of the pole? I don't know. It looks kind of interesting. And there's some lens flare when you look in the sun. That's kind of interesting. Wait, I will show you. Or maybe not, because I cannot find the sun anymore. It's gone. The sun is gone. Oh, there it is. You see? Wow. Interesting. Ah je, very cool, so ist es. And I love to jump over expensive cars. Nehmen Sie mich mit zu meinem Laden? Okay, dann nicht. Mein Laden ist nämlich hier, wo der ganze Mess ist. This is me when I'm rich. Yeah, this is the front of your house when you're rich.
Ich lasse die zumindest erstmal hier alles nachfüllen und danach können wir entscheiden. Oh, der Käse ist wieder da, schön. Jumping over my 99 cars, ja, so ist es. And I think you're gonna buy the post then to save like the shipment costs. Because you will buy so much stuff that it will be cheaper to buy a whole shipment company than paying like shipment costs. Mann, wieso bist du so verwirrt? Da backt sich irgendwie immer einer fest. Oh. Vielleicht stellen wir den mal woanders hin. Mann, wieso nicht? Vielleicht stellen wir den einfach hier hin. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Vielleicht backt sich da dann niemand mehr fest. Oh, ja, das wird halt noch eine Weile dauern, ne? Und ich glaube auch, das hier wird nie wieder weggehen, actually. Wir können mal auf gut Glück eigentlich gleich nochmal einen Tag starten, aber joa. Langsam wird es nicht mehr besser, glaube ich. Die räumen es aber auch nicht erst ins Lager ein. Das ist so ein bisschen das Problem. Man müsste das jetzt stundenlang einfach nur laufen lassen, bis die alles endlich mal weggeräumt haben. Deswegen, ich sehe es schon kommen, dass wir irgendwann das Lager komplett wegignorieren und einfach immer von oben nach unten durchbestellen. Oh, was ist das eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ach, dieser komische neue Reis, ne? Ich erinnere mich. I have some reaction videos if you wanna do these. How long is this? Because when you have a really short one, then maybe we're gonna do it today. Dann bezahlt hier mal schön, weißt du. Lass die hier erstmal alles auffüllen. Langsam geht doch wieder ein bisschen was ins Lager. Nur nicht irgendwie. Ist das schon voll bei der Cola? Ich bezweifle das irgendwie. Wo ist ein Cola? Oh, doch, tatsächlich hier ist es relativ voll. Nur bei der nicht. Was war das für eine? Ach nee, das war die rote, okay. Dann sei euch vergeben, ausnahmsweise. So. F2 Videos, which are 9 minutes, and one video, which is 7 minutes. I wanna do this 7 minutes one today. I'm not sure about this. This sounds very long. Oh, der Haufen ist ein bisschen kleiner geworden, actually. But maybe just send it and then I will check. Ja, sollen wir einfach noch einen Tag starten für Geld? Komm, fuck it. Ein letzter Tag geht noch. Und ich denke, dann beim nächsten Mal werden wir uns mal daran machen, neue Produkte einzuführen. Die dann nur zu finden, das ist, glaube ich, eher das Problem.
Ich werfe die auch einfach mal so darüber. Ich glaube, da liegt es besser. So. Für den Fall, dass ich wieder was bestelle, finde ich es vielleicht ausnahmsweise mal schneller, aber das liegt ja meistens irgendwie hier, oder? Was ist das schon wieder? Für eine absolute Eskalation hier. Ich denke auch danach werde ich das. Ich werde es noch ein bisschen laufen lassen nach der Folge. Dann werden die noch ein bisschen was wegräumen. Und ja, mehr werde ich dann aber auch nicht machen. Oh Jesus, wie viel hier einfach nur rumliegt. Kühlhaus was? Das kenne ich nicht. Naja, es ist wenigstens ein bisschen besser. Wir müllen nur den Gehsteig zu, kein Problem. So, so ist doch schön. Oh. That's a lot of better. So we are blocking like the. This situation over here, I forgot how to call this. Wie nennt man Bürgersteig nochmal auf Englisch? Ich hab's vergessen. The path, yeah. Ist die gerade da drin verschwunden? Wahrscheinlich wohnt die da. Interessant. So, wie hoch ist unsere Rechnung gerade? 1800. Gut, das wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Sushi waren wir zuletzt. Sushi. Groß, ne? Das war viel teurer, oh du meine Güte. Move front door, ich denke nicht. We don't need this. Why? Because the door is fine there. It would just take some space that we actually need. So, Sushi groß ist gekauft. Bevor wir das jetzt aber das nächste kaufen, Moment, Moment. Ich kaufe davon einfach mal ein paar. So, Sushi klein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das wird eine teure Bestellung. 3000 Dollar. Ha, ist ja nix. Da können wir jetzt erstmal eine Weile drauf sparen. Oh, das Bier ist tatsächlich leer. Aber gut, die räumen es auch gerade einfach nur nicht ein, ne? Weil das faule Säcke sind. So. Wir müssen mal dafür sorgen, dass das Lager endlich mal wieder voll wird. Oh, das werden wir gleich tun. Naja, immerhin können wir jetzt einfacher neue Produkte ein. Führen, weil, ach Mann, wieso werde ich immer angefahren? Weil wir sie zumindest erstmal finden, was ja auch schon mal ein Pluspunkt ist oder so. Vielleicht werde ich die dann auch einfach hier rechts rüber moven und hier dann noch so ein Regal einziehen, nur für Putzmittel. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wenn das nächste eh nur Putzmittel wird, dann haben wir hier Putzmittel und da und hier. Na toll.
Ja, ich weiß nicht, ob wir uns das heute noch leisten können, was wir wollen. Zum Glück habe ich schon meine Rechnungen bezahlt. Get Horror Store? No. We don't need this today. Because we have some $3,000 purchase, so. I hope we're gonna reach this. Da bin ich gespannt. So. Ich hatte schon wieder vergessen, dass sowas existiert bei uns, wenn ich ehrlich bin. Oder Kartoffelpüree hatte ich irgendwie auch verdrängt. 9,49, das ist eigentlich okay. Wieso kauft niemand die Chips? Der Preis ist gut. Oh, er hat das letzte Sandwich, nee, das vorletzte Sandwich gekauft. Kauft sie das jetzt? Oh nein, er konnte Bier im Fass nicht finden. Ruft die Polizei. Was für ein Skandal. Oh, Pizza, Käse, Cheddar. Ach, diese Pizza hier, die ist tatsächlich aus. Die liegt wahrscheinlich hier noch irgendwo. Begraben in den Trümmern. Oh, wir können uns jetzt unsere Dingens leisten. Na gut, dann müssen wir erst den Tag abschließen. Ach ja. Sind es noch viele? Ah, hier sind noch einige am Einkaufen. Naja, Hauptsache, sie haben es bequem, ne? Lassen Sie sich Zeit. Ich hab's überhaupt nicht eilig. So, reicht auch für heute. Gute Nacht. Wir haben die Elektrizitätsrechnung nicht bezahlt. Kein Strom mehr. Jetzt müssen wir wohl damit leben. Das hat sich gerade noch mal verändert, oder? Interessant. I'm happy my 16 Pro Max not getting delivered in 7777 years, but in 5 days, because some people have to wait until October for this year. And if you would give your phone back and wait for the new one, you have to wait for until October too, so that would be a huge problem for you. Och man, so, er ist raus, er shoppt noch. Was darf sein? Bisschen Wasser, wunderbar. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Och ja. Oh, es waren noch zwei, die gleich aussehen wie unsere Kassierer. Wie lustig. One, two, three, four, five. Five same looking people. Wow. When your phone's out, it's gonna be out of stock everywhere. Yeah. Der Haufen ist auf jeden Fall schon kleiner geworden. Und wir haben die 4000 sogar noch erreicht. Wunderbar. Dann beenden wir einmal den Tag. So. Achter Eierpack. Okay, welche sind das? Waren das die ersten? Ich weiß es nicht. Diese? Nee, das waren mehr, oder? 12. Diese. 4, 1, dann machen wir 4, 10. So, dann droppen wir hier einmal unsere Bestellung. Wunderbar. Jetzt sind wir wieder arm. So, gut, dann würde ich aber auch sagen, an der Stelle verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dann werden wir schauen, wie voll das Lager sein wird. Ich werde das Spiel jetzt gleich im Anschluss vom Stream einfach noch ein bisschen durchlaufen lassen, dass die hier alles auffüllen und den Scheiß dann endlich wegräumen. Hoffentlich wird das auch passieren. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.